Ja, pünktlich zum Montag, muss ich jetzt überlegen, was der Tag heute ist. Montag, 16 Uhr, kam ein neues Video raus von Krass Klassenfahrt. Und wir schauen es nämlich pünktlich an. Sein Masterplan geht auf. Folge 7.7. Was für ein Masterplan war das nochmal? Von Stanley dann? Mit Fatima irgendwie was? Und wahrscheinlich Stanleys Masterplan, ne? Weil er ist ja das Evil Mastermind. Oder was doch Pommes, der Hund, der den Masterplan hat. Wir wissen es nicht. Deswegen will ich sagen, legen wir los. Eins vorneweg. Krass Klassenfahrt ist eine Comedy-Serie von uns YouTubern produziert. Wir parodieren Die haben dabei dabei diverse diverse Trash-TV-Sendungen. Trash-TV-Sendungen. Aber Aber selbstverständlich selbstverständlich handelt handelt es es sich sich dabei um dabei um eine eine echte echte Schulklasse, Schulklasse, die die echt echt auf auf Klassenfahrt Klassenfahrt fährt. fährt. Ist doch Ist doch logisch. logisch. Irgendwann kann ich es komplett blind nachsprechen, Leute. Pommes! Pommes, wo bist du? Hallo, hast du unseren Hund Hallo. gesehen? Wir vermissen den. Er hört auf den Namen Adolf. Weil ich will Georg komplett zerstören. Ja, scheinbar hört er auf den Namen Pommes, ne? Hören, Digga. Du und Alessio seid aber schon noch zusammen. Nee, wir haben uns getrennt. Aber ich glaube so, dass ich Gefühle für dich entwickelt habe. Aber wenn es um den Masterplan geht, hat dann eigentlich auch der Stanley auch Fatima so mit diesen Nachrichten bombardieren wollen, dass dann Fly sie bekommt? War das auch ein Teil von seinem Plan? Huh. Ich kann so gut singen. Okay. Findest du Ausgrenzung und Rassismus lustig? Ja. Nein, Ja, was? ich habe noch niemals jemanden ausgegrenzt. Noch nie. Ich finde Rassismus ist das Schlimmste, was es gibt. Never. Warum soll ich sowas tun? Ja, stimmt, das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Sag mal, warst doch der beste Freund von Stanley, ha? Huh? Warst du doch, oder? Ja. Warst. Also nicht mehr? Ist irgendwas passiert? Wahrscheinlich. Und warum hast du dann zugelassen, dass er das Fatima antut? Ha? Ich wusste nichts davon. Sie mich davon abgehalten. Ich meine, wer das eiskalt lässt, der könnte doch in der Lage sein, auch. Ich wusste nichts davon. Es war niemals abgesprochen. Fly, hast du das Hortensia angetan? Hey, aber wie sie alle auch so schweigen und nichts dazu sagen, ne? Die sitzen so. War letzte Folge auch schon, oder? War das nicht TJ am Anfang vom Video letztes Mal? Da hat er auch erstmal so geguckt und so. Wenn du es offensichtlich nicht warst, dann sagst du direkt, nee, war ich nicht. Und dann versuchst du dich direkt zu verteidigen und so. Aber wenn du es dann doch irgendwie schon teilweise sein könntest, vielleicht ist es ja eine Kette gewesen. Vielleicht hat der eine ja ihn geschubst, der andere hat ihn geschubst, dann ist der andere auf Hortensia gefallen. Rina, warte mal kurz. Was genau machen wir jetzt hier? Nee, diese Madison hat doch hier diesen Hund gefunden und der ist jetzt abgehauen. Stimmt. Aber was ich auch noch fragen wollte, was sagst du jetzt zu dieser ganzen Bitch-Werden-Bewegung? Du meinst von Tesla? Ganz ehrlich, ich bin mir da auch nicht mehr so sicher, ob das wirklich das Richtige ist. Ja, denke ich auch so. Es fühlt sich auch irgendwie falsch an. Also, der Fokus liegt einfach falsch. Wir werden zu Objekten gemacht. Es sollte doch viel mehr um das Intellektuelle gehen und nicht um das Freizügige. Ja, das stimmt. Auch um Gleichberechtigung. Ich meine, wir können doch genauso gut die Jobs übernehmen, die aktuell eher von Männern besetzt werden, oder? Ja. Also wir sind vielleicht sogar noch besser darin. Ja, vielleicht. Aber warte, lass mich weiter. Dankeschön, Sassi. Yo, ich bin ein Profi. Wie Profi nur mit Baby Brody. Danke für den Sub, Sassi. Dankeschön. Hi, Dankeschön. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte jetzt eigentlich. Ich muss euch was sagen. Nee, weiß nicht mehr. Okay. Pommes! Pommes? Pommes! Pommes! Ah, die Musik stimmt. A, I, A, U. Ah, ja, einer hat gesagt mit M, aber gut. Einer hat gemeint, ich könnte mit M einfach die Videos auf stumm schalten. Das geht auch. Allerdings höre ich dann da nicht mehr, wann die Musik aufhört und kann auch nicht mitsingen mehr für euch. Aber egal, ich mach einfach stumm jetzt, dann singe ich halt irgendwas anderes. Ich will doch nicht mal hier reden. Nee, ich muss es doch so machen. Ich muss es doch so machen. Du mich nicht küssen? Alter. Ich würde ja gerne, aber ich weiß wirklich nicht, ob du bereit dafür bist. Ich Warum soll ich nicht bereit sein? du kannst immer auf mich zählen, wirklich. Bleib einfach so, wie du bist.
Hm. Beste Satz. Sie wollte einfach nur flanken. Er sagt, bleibst du, wie du bist. Ah, okay. Diese Klassenfahrt ist so fix. Ich schwöre, ich meine so, ja, das mit den Nachrichten hat aufgehört, aber jetzt korbt mich einfach Fly. So, vielleicht hat er auch recht, um das richtig zu warten. Oder er ist halt einfach nicht der Richtige. Mann, ich hätte es natürlich super gerne mit dir getan. Langsam kriege ich echt Blue Balls. Der hat schon seit 10 Jahren Blue Balls, oder was? Mann. Aber ich kann das einfach nicht. Nicht nachdem ich weiß, was Stanley mit dir macht. Ich muss ihn irgendwie aufhalten. Musik, schau mir. Und habt ihr Pommes gefunden? Nein, leider gar nicht. Ja, was ist, wenn ihr was ganz Schlimmes zugestoßen ist? Ich meine, sie können wir nochmal einfach. Ich hab was gefunden. Pommes! Ist denn ja den gefunden? Rein zufällig? Na. Stanley, Wahnsinn! Ja, ich habe einfach richtig gesucht, ich habe mir richtig Mühe gegeben. Ja, ich habe mir richtig so richtig Mühe gegeben. Ja, von wegen, Alter, von wegen. Du richtig gesucht, ja? Das ist einfach, ich weiß einfach, Stanley, wo man Hunde ist unser Held, er ist der Hundeflüsterer. Ein Hund? Oh. Warum habt ihr einen Hund hier? Oh nein, jetzt bekommt Stanley Ärger. Stanley, warum hast du einen Hund denn da, Mensch? Ey, was geht denn da? Gehört es auch zu seinem Masterplan? Oder ist es Stanleys Masterplan? Das ist unser Klassenhaustier. Ist das nicht der Wahnsinn? So Haustiere auf eine Klassenfahrt? Sowas geht ja gar nicht, Jojo. Was habt ihr euch dabei gedacht? Übrigens, du hast da was. Darüber werden wir später nochmal... Das ist die wichtigste Aussage gewesen. Übrigens, du hast da was. So improvisiert wahrscheinlich, weil die Fliege da war. Aber übrigens, erstmal anscheißen. Übrigens, du hast da was. Am besten noch so hinzeigen, so Finger drauf. Du hast da was. Guck runter. Ah, reingelegt. Oh, das hätte ich jetzt auch gefeiert. So richtig random einfach gerade. Wirklich, ich bin sehr enttäuscht von euch. Ich kläre das für uns. Ich mach das. Das kriegen wir geregelt. Das kann nicht sein. Danke, Stanley. Oh Mann, ist das bitter. Wollen wir rein? Nee, das war eigentlich Pommes. Pommes. Okay. Ey, findest du es nicht auch Wahnsinn, wie Stanley einfach Pommes gefunden hat? Ich finde ihn so beeindruckend. Er ist ja, so ein klasse Typ. Ich glaube, das war einfach Glück, dass er den Hund gefunden hat. Ich wünschte, Alessio... Aber vor allem alle sind da rumgerannt. Und Stanley ist der einzige, der den Hund findet. Das ist doch. Ist doch unglaublich weird, oder nicht? Ich weiß nicht. Er bellt doch nochmal, aber gut, er ist ruhiger Hund, ne? Also mein Hund, den hätte man gehört, der rumgebellt, rumgekläfft, der wäre zu jedem gegangen, hätte jedem, also meinen Hund, den ich mal hatte, wird jeden gefühlt angesprungen, wie auch immer. Du wärst auch irgendwie mehr wie er. Stanley ist schon echt cool. Hallo. Also. Naja. Nicht? Nee. Ah, da ist wohl die kleine Nala ihn verschossen hier, ne? Mhm, alles klar. Ich bin so fett. Was? Wo denn? Ah ja, stimmt, hier am Ohrläppchen wollte ich fast sagen. Da ist mir aufgefallen, dass da hier hinterm Ohrläppchen, da ist sie ganz fett. Guck genau hier, da. Richtig schlimm. Fettabsaugung. Ja, genau. Richtig. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Fettabsaugungen gibt, die hinterm Ohrläppchen spezialisiert sind. Seid ihr schon die ganze Zeit hier? Verpisst euch! Stimmt. Ich vergesse immer, dass das Kamerateam da steht. Die filmen sie und können sogar dann aufs Handy zugreifen, auf den Display vom Handy und das dann auch mit einfügen hier. Krass. Yo, Bro. Was geht ab? Was geht? Cringe. Alter, ich arbeite gerade an meinem Projekt. Hortensia kommt gleich. Also kannst nicht ewig bleiben, Mann. Ja, okay. Wie läuft's bei dir und Fatima?
Wir waren ja auf dem Zimmer. Digga, hast du schon reingestellt? Allein, wenn er schon so anfängt. Okay. Nein. Digga, was? Ich konnte es nicht. Ich konnte es wirklich nicht. Alter, ganzen, Junge, what the hell? Bruder, diese ganzen Hassnachrichten. Das hat sie so traurig gemacht. Alter, ich hab's doch extra für dich gebrochen. So funktioniert das heute. Digga, nein, ich will aber... Es gibt keine große Liebe mehr. Du musst sie dann trösten. So ist das heutzutage. Ich hätte es auch gerne anders, aber... Hätte es gerne auch anders? Also wäre es denn in Wirklichkeit nicht so, wie er drauf ist? Und tröst im Sinne von... Ich will wieder was Schlimmes sagen, sag jetzt nicht. Das ist unter meinem Niveau. Sind jetzt schon 5000 andere Aussagen gebracht, aber jo. Aber so ist es halt. Es war deine Chance. Mann, Alter. Hey, ich organisiere da nochmal was. Letzte ja? Chance. Ja, heute organisiert Abend es. Werden wir alle nochmal trinken. Ich lade alle ein. Okay. Bisschen mit Alkohol, deine Chance. Du wirst wissen, wann dein Zeitpunkt ist, ja? Okay, danke dir. Ich gebe dir ein Zeichen. Warum will er das machen? Hey. Ich gebe dir ein Zeichen. Hey, Fly. Rammel die. Los, gönn dir. Och Mann. Vor allem, warum will Stanley unbedingt das Fly jetzt hier, hä? Als weil er ein guter Kumpel ist, mit dem Gefallen tun? Das wirkt schon fast wie besessen. Oh, du kriegst auf jeden Fall eine. Ich hol dir eine. Auf jeden Fall. Du musst eine nehmen, du willst doch nicht. Na? Hi, Fett. Hi. Ja, wir sehen uns, Digga. Ich lass euch dann mal alleine. Ja, Mann. Hi. Ciao, ciao. Na, wie geht's dir? Gut, danke, dass du mich eingeladen hast. Klar, immer. Sag mal, das war wirklich der Wahnsinn gerade mit dem Hund. Mit dem Hund, ja, klar. Du bist so ein Held. Na wirklich. Klar, ja. Ey, heute Abend werden wir nochmal alle gemütlich beieinander sitzen, jetzt nicht große Party bist. Ja, als ob dann da irgendjemand kommt. Oh, du bist so ein Held, du hast einen Hund gefunden. Oh. Mädels und Haaren spielen hier so. Was trinken vielleicht. Hast du Bock vielleicht auch zu kommen? Ja, gern. Ja? Kann ich Tesla mitbringen? Klar, klar. Okay, cool. Nimm mit, wen du willst. Sehr gern, ja. Ja, ich freue mich. Dann bis heute Abend, ja? Okay. Okay. Bis später. Ciao, ciao. Der sechste Instagram-Blick. Oh, danke. Frau Bra. Pommes. Könnt ihr Pommes behalten? Ja, hallo, ihr zwei. Das war gar keine gute Idee, mir nichts davon zu erzählen. Und außerdem weiß ich schon, wem der Hund gehört. Was? Was, der wem? Hund gehört Tim und Jan, das sind die Hausbesitzer. Und die würden sich mega, mega freuen, den Hund wiederzubekommen. Aber wir haben uns so gut gekümmert. Ja, das weiß ich. Ja, genau, deswegen können die den Hund behalten. Hä? Weil du dich über einen Hund kümmerst, kannst du nicht längst einen Hund behalten. Sieh, wenn ich in den Zoo gehe, füttert man einen Affen mit der Karotte und dann sage ich auch nicht, der gehört jetzt, mich haben gut behandelt. So, hä? Ich hoffe, ich habe einen guten Vergleich, ich weiß, aber trotzdem. Weiß ich, ja. Okay, guck, wir machen so. Ja? Ihr könnt den Hund noch eine Nacht behalten. Wahnsinn! Ja, yes. Aber morgen bringen wir ihn wieder zurück. Okay? Auf jeden Fall, kein Problem. Danke, ihr kümmert euch gut um ihn. Ja, ja, okay. Machen wir. Danke, okay. Danke. Oh, Wahnsinn! Ah, hey, Thomas! Lass uns draußen spielen! Oh Gott, diese Schüler machen mich noch verrückt. Oh Mann, das ist der absolute Oberhammer. Jetzt kann ich doch noch eine Nacht Hundepapa sein. Das ist so krass. Und vielleicht kann ich so ja auch ein bisschen Verantwortung beweisen. Ich meine, vielleicht, ja. Lehrerin hat es einfach erlaubt, dass sie den Hund noch länger behalten können, obwohl es eigentlich an den Tim gehört. Ich muss gestehen, ich war letzten paar Sekunden ein bisschen im Chat unterwegs, deswegen, aber ich glaube, es wurde gerade so gemacht. Ich bin multitasking nicht fähig. Ich gehe auch schon zurück, aber ich glaube, das hat sie gesagt, oder? Oh Mann, das ist oh, Wahnsinn. Komm. Aber wir haben uns so gut gekümmert. Wieder zurück, okay? Okay, guck, wir machen so. Ja? Ihr könnt den Hund noch eine Nacht behalten. Okay, eine Nacht, okay, ja, gut. Oh Mann, das ist der absolute Oberhammer. Jetzt kann ich doch noch eine Nacht Hundepapa sein. Das ist so krass. Und vielleicht kann ich so ja auch ein bisschen Verantwortung beweisen. Ich meine, vielleicht, ja, finde ich so wieder zu Fatima. Ich vermisse sie sehr. Ja, lass uns Pommes jetzt mal füttern gehen. Okay, machen wir. Ja, man kennt's. Erstmal mit dem Crush getrennt, mit der Freundin getrennt, erstmal ein Haustier holen. Ja. Ja, machen viele so. Als emotionaler Austausch. Ja. Was soll ich denn sagen? Okay, Moment. Und 3, 2, ja, was? 1. Hallo, soll ich unsympathisch TV oder so? Oh nee, den ganzen Fake-Match an und willst du Story machen für unser unsympathisch TV? Oh mein Gott. Aber ich glaube fast,
Was soll ich sagen? Ach so, einer von euch hat mal in den Kommentaren geschrieben unter meinen Videos oder meine Reaktion zur Klassenfahrt, ich weiß nicht, ob es stimmt, das geht immer so wieder, dass seit irgendwie der ersten Staffel Unsympathisch TV gesagt hätte, er würde gerne mitmachen und dann Jonas und Jonas Management oder wie auch immer dort angerufen haben bei ihm, um einen Termin auszumachen und er dann doch abgesagt hätte oder sich niemand mehr gemeldet hätte. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das wurde mir so in den Kommentaren geschrieben, also kann sein, dass es so war und deswegen sie vielleicht das hier ihn da so als Thema mit einbauen jetzt in die Staffel. Sascha sagen. Ich würde Sascha sagen. Ja. Okay. Hallo lieber Sascha. Wie Sie vielleicht sehen, habe ich. Ich würde du machen. Warte, wir machen einfach nochmal einen Take. Okay. Okay. Okay, ich muss mich schon langsam fertig machen. Wo gehst du hin? Heute Abend. Wir gehen noch alle zusammen trinken. Also Stanley hat mich eingeladen, hat mir geschrieben. Hat er euch nicht eingeladen? Nee, aber es. War eh nicht. Wie unangenehm, einfach auf einer Klassenfahrt, wo alle unterwegs sind, nicht alle einladen? Hä? Kann man doch trotzdem kommen, einfach, oder? Ist das war doch wieder so klar. Ja, dieser Junge ist ein Teufel. Der lädt sich natürlich keine anderen Jungs ein. Er möchte der Einzige sein. Er möchte keine Konkurrenz haben. Er möchte der immer der Star sein. Und. Das war. Ja? Gut, ich mache mir trotzdem erstmal mein eigenes Bild von ihm. Alles klar. Die dramatische Musik ist wieder ruhig. Ciao. Okay, wir machen nochmal einen Take, ja? Okay. Was hast du denn überhaupt an? Das ist ein unsympathisch TV-Merch. Das ist doch ein Bandana. Mit ihm und also einer Pflanze, eine schöne Pflanze. Das ist ein Lauch. Aber jetzt hat er schon 5000 Mal diese Instagram-Story aufgenommen. Und jetzt checkt TJ erst, dass es nicht der richtige Merch ist oder was mit ihm? Ach Mann, Blitzmerke alle hier. Lauch, das ist. Ich glaube, das. Was stand auf dem Etikett, wo das herkommt? Bangladesch oder. Aber das ist doch. Guck, da ist er noch drauf. Ich glaube, du bist auf Fake-Merch reingefallen, Georg. Das kann doch nicht wahr sein, nee. Weißt du, wenn du magst, kann ich dir aus deiner echten Kollektion was bestellen, Packs. Fake-Merch aus Bangladesch. Man kennt ihn. Aber sowas passiert wirklich. Also war nicht auch bei Paluten mal das Problem, dass Leute Fake-Merch verkauft haben von ihm und so. Also es ist schon scheinbar ein kommendes Problem, ne? Wenn Leute auch bei eBay irgendwas suchen nach Merch oder so oder auf irgendwelchen fremden Seiten, Redbubble oder sowas, wo da Leute eigene Designs hochladen, die als ihre eigenen verkaufen. Also bei Gewitter im Kopf ist es auch so, schreibt gerade Griffog rein. Ja, also das soll was passieren. Ich glaube, hier thematisieren sie gerade. Auch wenn dieses Bandana mit dem Lauch drauf ist, wird man ja direkt checken. Kein YouTuber wird sich ein Gesicht von sich selbst als Joke. Ich glaube nicht, dass Unsympathisch TV so solche Jokes macht. Sowas als T-Shirt draufdrucken. Deswegen lost. Express, dann ist es bis morgen da. Wirklich? Ich würde es machen, ja. Das würde mich natürlich sehr freuen. Okay. Und wann wird er nur mal mit auf Klassenfahrt kommen? Das wäre krass, ne? Okay, nein, ich mach das. Okay, cool. Dankeschön. Hey, would you rather stay right here? Make everything disappear. Oh, die Musik. Ja, 5000 Stunden später, ey. Findet ihr es nicht voll unnötig, uns jetzt extra fertig zu machen für den Trinkabend? Naja, wir müssen halt gut aussehen. Ja, aber eigentlich strahlt es ja auch voll Selbstbewusstsein aus, wenn man mal so richtig auf sein Aussehen scheißt und auch einfach mal ganz entspannt dorthin geht, oder? Man muss doch nicht immer so gestylt sein. Also ich. Sagt sie, während sie auf dem Bett hockt und voll gestylt ist, oder? Einfach mal ganz entspannt dorthin geht, oder? Man muss doch nicht immer so. Natürlichkeit ist ja schön, aber wir machen es ja für uns und nicht für die Jungs, deswegen ist doch okay. Ja, also ich mach's auf jeden Fall nicht. Lorena, wenn du hier nur reinkommst, um jetzt über uns zu meckern, dann kannst du auch gleich gehen. Ja. Du, ich habe übrigens entschieden, dass ich. Gut, aber gemeckert hat sie jetzt nicht. Sie hat nur vorgeschlagen, ob man nicht einfach. Sie hat nicht gesagt, Tesla, Tensia, warum schwingt ihr euch immer? Seid aus der Scheiße, blablabla. Das war schon eine andere Ausdrucksweise, war ihre Meinung. Das ist Zensur. Nur Spaß. Ich heute was mit Stanley anfange. Oh, Tensia, aber pass bitte auf, wirklich. Also, Stanley ist ein Fuckboy und er möchte eh nur das eine. Ich weiß, du meinst es gut, aber ich habe es ja für mich entschieden. Es geht ja nicht von ihm aus, also soll's. Ja, und sie will. Den Fuckboy. Alles klar, okay. Sie will quasi Gorg vergessen. Kann nicht okay sein. Ja, gut. Ich glaube, ich kann das Ganze nicht mehr. Ich bin einfach nicht mehr auf einer Wellenlänge mit den beiden.
Die denken halt nur an sich und ich denke halt die ganze Zeit an TJ. Und die könnten mir halt echt zur Seite stehen, aber wie gesagt, die denken nur an sich. Ich glaube, ich kann das nicht mehr. Ja. Aber wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht. Also vielleicht sollte Lorena auch anfangen, mal an sich zu denken. Macht sie auch eigentlich. Ach, Musik wieder. Lost. Der Grund, warum ich die, weil manche haben auch gesagt, weil andere Reaction-YouTuber die Musik laufen lassen. Der Grund dafür ist, dass ich die Reaktion auf meinen Zweitkanal hochlade, auf Hallöchen. Und ich habe dort nicht die Epidemic Soundcloud Library Lizenz. Habe ich nicht geholt. Soll ich welche machen? Das heißt, alle Sachen leider werden von Epidemic geclaimed. Und die großen YouTuber haben natürlich die Lizenz nicht geholt. Ist auch gar nicht so teuer. Vielleicht schaue ich es mir mal, ob ich es mir hole. Aber jetzt darf ich es nicht. Deswegen habe ich es immer, entweder schneide ich die Sequenzen dann raus, wenn ich es vergesse, stumm zu schalten in den Livestream. Nachträglich auf Hallöchen oder ich versuche es hier stumm zu schalten. Das wäre natürlich die beste Lösung. Was für eine Stimmung, ey. Wenn selbst das Dosenanschlagen lauter ist als die Musik läuft. Boah, der ist bitter as fuck. Ich glaube, ich mag echt nur Wodka, Mann. Oder ist doch nur Bier. Ja, scheiß drauf, schmeckt wie Wichse, Junge. Jetzt scheiß mal auf das Album generell, ey. Wie sieht's jetzt aus? Mit Girls? Ja, wie ist der Plan? Wie sieht's aus? Nala ist der Hauptgewinn. Wer Nala klatt, hat gewonnen. Und ich habe einen Plan entwickelt. Ich muss es diesem Wichser Georg heimzahlen, Alter. Ja, Mann. Und Nalas Interesse wecken. Also habe ich mich entschieden, ich werde erstmal Hortensia klären. Ich werde heute Abend versuchen, mit Hortensia zu schlafen. Und dann wird Nala auf jeden Fall. Hortensia hockt direkt nebendran, die hockt direkt hier. Und Stanley so: Heute Nacht werde ich mit Hortensia schlafen. Vor allem ist halt in diesem Raum noch was wie so richtig laut. Ach, Mann. Der Masterplan, Bruder. Und jetzt bist auch noch du dran. Ich klär für dich mit. Digga, ich klär das einfach mit. Warte. Wen denn? Überraschung, Bro. Überraschung. Vertrau mir. Was ist los? Alles gut? Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Was ist? War das wieder Stanley jetzt? Komm. Ah, okay, hier ist Spoiler Alert. Ja, Stanley hat dann wieder die Nachricht geschickt und jetzt kommt Fly, um sie zu trösten. Das ist so sein Masterplan. Alles klar. Stanleys Masterplan. Nice. Super. Toll. Ja, aber sein Masterplan. Von meinem Ende wird Hortensia geschubst. Jetzt frage ich mich mal mehr, wie das da darauf hinlaufen soll dann am Ende. Da bin ich auf jeden Fall, keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ja, Fly hat jetzt die nächste Möglichkeit, wieder mit ihr zu flirten, die Hilflosigkeit auszunutzen. Und dass Fly aus dem Weg geräumt ist, vielleicht will der Fly eigentlich nur als Freund haben, dass er kein Konkurrent sein kann, dass er sich Nala klären kann. Sonst wundert sich Hortensia und danach will er dann darauf aufbauend Nala. Hä? Ich verstehe die Argumentation nicht. Wie will er dann, warum? Nala steht auch so auf ihn. Ich glaube, Nala würde weniger auf ihn stehen, wenn er sich das Hortensia holen könnte, so. Na, egal. Werden wir sehen, wie Nala tickt und ob Nala vielleicht doch am Ende mit TJ zusammenkommt. Das wäre das Traumende. Oh, Mann.